heißt, der FC Köln muss beim Heimspiel gegen Freiburg am Samstag wohl auf Cheftrainer Steffen Baumgart verzichten. Er habe heute Morgen einen Corona-Schnelltest gemacht, der positiv ausgefallen sei, so Baumgart. Deshalb habe er sich direkt in Quarantäne begeben. Dann langweile ich mich mal weiter. Nein! Das ist doch kein Foul! Ja, da war ich dann eher der Fan. Somehow, Luca Killian got that away. Well, oh, that's a brilliant first touch. Excellent stuff. Modest wants to shoot. Modest scores! But what a magnificent first touch that was to set Anthony Modest up. Und dann bin ich raus und bin dann der liebste Mensch der Welt. Das habe ich gelernt, was den FC angeht. Auf dem Papier kann es eh nicht funktionieren, aber es funktioniert auf dem Platz. Und es gibt diesen Satz: Mentalität schlägt Qualität. Ist eine Phrase natürlich, dass man sagt, es gibt nicht nur 11 oder 15 wichtige Spieler, jeder im Kader hat seine Bedeutung. Aber zeigt sich dann eben doch, dass nicht alle Phrasen falsch sind. Ljubicic should only just come on. Brilliant! Kingsley Schindler on the pitch for less than a minute. Wir haben dieser Stadt, diesem Verein, den kompletten Stolz wiedergebracht. Danke, danke, danke! Ja, und man kann natürlich nur versuchen, darauf hinzuweisen und zu sagen, naja, wir sind alle dagegen. Aber ich glaube, dass es am Ende natürlich auch selbstverständlich ist, dass man keinen Krieg will und dass man will, dass das aufhört. Und da haben wir ja auch ein deutliches Zeichen gesetzt. Ich glaube, die Bilder in Köln waren einzigartig. Also, es ist unfassbar, dass 250.000 Leute eigentlich am höchsten kölschen Feiertag vor die Tür gehen, um nicht Fastelovend zu feiern, sondern wirklich ein Zeichen zu setzen und zu sagen, wir sind nicht nur hier, wenn es irgendwie Kölsch gibt und Kamelle, sondern wir sind auch hier und zeigen ganz deutliches Zeichen in die Welt und wir wollen diesen Krieg nicht. Fans und da allen voran die aktive Fanszene, die sind der Nukleus des Profifußballs. Also wenn es noch was gebraucht hat, um das zu zeigen, dann war es die Pandemie. Ohne Fans ist Fußball nicht komplett, ohne Fans fällt das Herz. I come here for Ljubicic! Oh, they've done it! Would you believe it? Ja, letztens habe ich gesagt, der Baumgart, der kann zaubern. Also das ist meinen größten Respekt. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Das ist unfassbar. Und wenn man auf die Tabelle guckt, dann... Also, ich muss aus. Ab. Los geht's. Lass uns doch international angreifen. Die glauben, dass das nur einmal geht! Oh, Modest! First chance! First goal! Back heel, Marcus has been let in. Cuts it back for Kainz and it's 2-0! Enter. Big shooting opportunity. Not missed by Ljubicic. Aster FC Köln, their third derby win in a row. It's a different Köln these days. Start to believe that European qualification is possible. Und damit ist der FC an diesem 7. Mai 2022 wieder.
wieder zurückgekehrt nach Europa. Der Fußball, der gespielt wird, ist schon ein anderer. Ist schon geil anzusehen, die Saison. Schön, dass ihr alle hier seid, dass ihr hier mit uns gemeinsam in die neue Saison geht. Super! Und nächste Möglichkeit und der kommt gut. Und das ist die Riesenmöglichkeit. Kommt gut und das ist es! Tigges! 19. Minute! 0-1! Klingelingeling! Wahnsinn! Mein Arm ist wieder ja! Und wieder drin! Wenn wir was erleben, dann erleben wir alles.